Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Namen der Grünen im Bayerischen Landtag. Wir feiern heute unser 20-jähriges Bestehen und wir freuen uns sehr, dass Sie alle mit uns feiern. Das ist ja nicht selbstverständlich. Die Anfänge in diesem Hohen Hause waren für die Grünen ja nicht gerade einfach. Die junge Fraktion musste ihre Rolle selbst erst finden und sich dann auch noch mit Mut und Hartnäckigkeit ihren Platz erkämpfen. Aber wir haben es geschafft. Und dass wir Grünen heute ein fester und unverzichtbarer Teil nicht nur des Landtags, sondern der bayerischen Politik und der bayerischen Gesellschaft sind, zeigt uns auch Ihrer aller Anwesenheit. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es ist mir eine besondere Freude, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag zu begrüßen. Jetzt schaue ich gerade. Ich habe Sie doch, ja, ich habe Sie doch vorher gesehen. Allen voran Staatsministerin Christa Stevens und den Staatsminister Eberhard Sinner in Vertretung der Staatsregierung, Vizepräsident Peter Paul Ganzer in Vertretung des Landtagspräsidenten und für die SPD-Fraktion, Joachim Unterländer als Vertreter der CSU-Fraktion und als ehemaliges Mitglied des Bayerischen Landtags Staatsministerin AD, Frau Dr. Hildegard Hambrücher. Herzlich willkommen. Dass wir fünfmal hintereinander in den Landtag gewählt wurden, ist ein großer Erfolg für unsere kleine Partei. Und ich bedanke mich besonders bei allen, die daran mitgewirkt und dazu mitgeholfen haben. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass heute unsere Bundesvorsitzende Claudia Roth bei uns ist. Herzlich willkommen, Claudia. Besonders begrüßen möchte ich auch unsere Bundestagsabgeordnete und das Mitglied der ersten Grünen Landtagsfraktion Christine Scheel und unsere Landesvorsitzende Theresa Schopper. Zwei ehemalige Mitglieder der Fraktion, aber das kann sich ja ändern. Unseren Landesvorsitzenden Sepp Daxenberger muss ich, wie Sie ja alle wissen, leider entschuldigen. Wir wünschen ihm alle von Herzen, dass es ihm bald besser geht. Zwanzig grüne Jahre haben Bayern gut getan. Grüne Politik nützt unserem Land. Wir haben in diesen 20 Jahren die bayerische Gesellschaft verändert und wir werden Bayern weiter verändern. Und wir sind froh, dass es heute in Bayern niemand mehr abschreckt. Ich freue mich sehr, dass ich heute Vertreterinnen und Vertreter des konsularischen Chors begrüßen darf, der Kirchen und Religionsgemeinschaften, von sozialen, kulturellen und ökologischen Initiativen, Verbänden und Organisationen aus Wirtschaft und Wissenschaft, Mitglieder der Landtagsverwaltung genauso wie aus anderen Ämtern, der Landtagspresse und viele Journalisten, die uns in diesen 20 Jahren kritisch begleitet haben. Stellvertretend für Sie alle begrüße ich besonders herzlich den Präsidenten des Bayerischen Obersten Landesgerichts AD, Peter Gummer, den Rektor der Ludwigs-Maximilians-Universität in München, Professor Bernd Huber, die Schriftstellerin Asta Scheib. Herzlich willkommen. Wir haben ja viele gute Gründe, heute zu feiern, aber der Hauptgrund ist, wir Grünen haben mitgeholfen, dass Bayern weltoffener und im Alltag demokratischer wurde und damit für uns als Heimat liebenswert. Dass wir uns in diesem Land zu Hause fühlen können, das ist ja schon was. Wirklich, ja, wirklich, wirklich frei fühlen werden wir uns aber erst, wenn das eines Tages alle Bewohnerinnen und Bewohner unseres schönen Landes sagen können, dass sie sich hier daheim fühlen. Wir haben Bayern verändert und natürlich haben wir uns auch selber verändert, indem wir Bayern verändert haben. Allein dadurch schon, dass wir von einer außerparlamentarischen Kraft zu einer festen Größe der bayerischen Politik wurden. Wir sind praktisch am Rande der Gesellschaft aufgebrochen und heute in ihrer Mitte angekommen. Aber
in einer erheblich veränderten Mitte. In die alte Mitte hätte ich nicht rein wollen. Wir haben diese gesellschaftlichen Veränderungen sichtbar gemacht, benannt und politisch umgesetzt bei der Gleichberechtigung von Frauen, bei Patchwork-Familien und neuen Lebensformen oder dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Überall müssen wir bis heute darauf hinweisen, dass sich die Lebenswirklichkeiten in Bayern längst geändert haben. Wir haben es geschafft, in vielen Themen, mit denen wir anfangs in der Minderheitsposition waren, die öffentliche Meinung und die Zustimmung der übergroßen Mehrheit in Bayern zu gewinnen, von der Energiepolitik bis zur Gentechnik, der Geschlechtergerechtigkeit bis zum nachhaltigen Wirtschaften. Und dass wir in vielen Fragen heute in der Mehrheitsposition sind, hat natürlich unsere politische Rolle verändert. Es ist schwierig, da zu opponieren, wo man in der Mehrheit ist. Damit hängt auch der auffälligste Unterschied zu früher zusammen. Wir wollen, um unsere Konzepte zu verwirklichen, in die Regierung. Und dies ist aber erst denkbar und auch zu machen, seitdem wir nicht mehr quer zu dieser Gesellschaft stehen oder diese Gesellschaft quer zu uns, sondern seitdem wir auf breite inhaltliche Mehrheiten bauen können. Wir wollen und wir können regieren und es müssen ja nicht gleich 20 Jahre sein. Wir haben in dieser Zeit viel erreicht und wir haben noch viel vor, wie Sie hören. Und um auch an diesem schönen Tag den bayerischen Dichter Bert Brecht zu zitieren: Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns, vor uns liegen die Mühen der Ebenen. Anschließend nur ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm. Jetzt im Anschluss wird meine Kollegin als Fraktionsvorsitzende Margarete Bause auf die letzten 20 Jahre zurück und auf die nächsten vorausblicken. Danach dürfen Sie sich mit uns auf unsere Überraschungsgäste freuen. Ich weiß, dass Sie schon alle sehr gespannt sind, aber ich darf leider nichts verraten. Also ein bisschen was vielleicht vorweg. Also es ist im Programm ja Laudationes angekündigt und ich kann Ihnen versprechen, es werden keine reinen Lobhudeleien werden, sondern eher so eine Art kritische Würdigung unserer Arbeit. Und danach, so ungefähr um die Mittagsstunde, vielleicht schon ein bisschen später jetzt, werden dann Getränke und ein Buffet serviert und wir freuen uns schon sehr auf die Gespräche mit Ihnen. Also ich wünsche uns allen einen sehr schönen, anregenden Vormittag und nun bitte ich Sie um Ihre Aufmerksamkeit für die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Margarete Bause. Ja, herzlichen Dank, lieber Sepp, für die tolle Ankündigung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Festgäste, liebe Freundinnen und Freunde, fast auf den Tag genau vor 20 Jahren wurde Bayern von einem Kometeneinschlag heimgesucht. Jedenfalls haben das damals viele namhafte Zeitzeugen behauptet. Der Einschlag erfolgte am 12. Oktober 1986. Mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Gelände der damals im Bau befindlichen WAA. Eine Folge dieses Einschlags war übrigens, dass einige Zeit später der Bau dieser WAA dann eingestellt werden musste. Der Verfassungsschutz will damals beobachtet haben, wie aus dem Krater dieses Einschlags eine Horde grün schillernder Außerirdischer gekrabbelt ist. Und die sind dann natürlich von Moskau ferngesteuert, schnurstracks nach München ins Maximilianeum marschiert. Zum Entsetzen derjenigen, die es sich bis dahin dort gemütlich gemacht hatten. Und natürlich zum Entsetzen des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Der hatte noch versucht, die Bayern zu beruhigen. Jetzt kann ich natürlich den Strauß nicht so nachmachen, gibt es Berufenere. Ich will trotzdem ihn zitieren von damals. Die Schreier kommen und gehen, die Hunde kläffen, die Karawane zieht weiter in Bayern. Wenn wir denen mal unseren Staat überlassen sollen, dann gute Nacht. Aber ich darf Ihnen gleich sagen, bei uns in Bayern ist kein Platz für Hausbesetzer, Chaoten, Anarchisten, Terroristen und Gesellschaftsveränderer.
es hat alles nichts geholfen. Die Gesellschaftsveränderer waren schon da und sie besetzten den Landtag, sie beanspruchten Rechte und Sitze, Räume und Geld und dabei beriefen sie sich auch noch auf den Wählerwillen und auf die Demokratie. Und damit war es natürlich mit dem bis dahin beschaulichen Leben im Hohen Hause vorbei. Die Neulinge hatten sich nämlich vorgenommen, die Altparteien, so haben die Grünen damals die Schwarzen und die Roten gerne genannt, also sie haben sich vorgenommen, den Altparteien einzuheizen und die Handlungsmöglichkeiten der Opposition völlig neu zu erfinden. Jeden Tag wurde deshalb ein neuer Skandal aufgedeckt. Mal ging es um den Ausschluss der Grünen aus dem Sicherheitsausschuss, mal um die Hinhaltetaktik bei der Verteilung der Büroräume und der Fraktionszuschüsse, mal um Verfassungsbruch bei der Regierungsbildung. Dann hatten die grünen Aliens auch noch ganz eigene ästhetische Vorstellungen und sie verschönerten den Landtag mit Transparenten und das Rednerpult mit schwarzem Filz. In Sachen Mode bevorzugten sie den sogenannten Gammler-Look. Jedenfalls war das damals die Ansicht der Passauer Neuen Presse. Oskar hat's. Nomen war Omen. Als Geschenke oder Giveaways, wie man heute sagen würde, verteilten sie gerne Pakete mit verstrahltem Heu, Unterschriftenlisten oder Nikolausruten. Die weiblichen Mitglieder der Gruppe sahen zwar äußerlich wie Frauen aus, verhielten sich aber nicht so. Sie ergriffen frech das Wort, ohne lange zu fragen. Sie forderten lautstark gleiche Rechte und prangerten Gewalt gegen Frauen an und gar Sexismus im Bayerischen Landtag. Sie beherrschten die Kunst der gezielten Provokation so perfekt, dass so mancher Volksvertreter in aller Öffentlichkeit Dinge von sich gab, die am besten in seiner tiefen schwarzen Seele verborgen geblieben wären. So begründete zum Beispiel ein CSU-Abgeordneter und ehemaliger Richter seine ablehnende Haltung zu unserer Forderung der Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe mit den Worten: Die Unterscheidung zwischen Vergewaltigung innerhalb und außerhalb der Ehe beruht darauf, dass der Geschlechtsverkehr in der Ehe quasi Normalzustand ist und außerhalb hingegen nicht. Das waren noch Zeiten. Aber auch gestandene Frauen, wie die heutige Landtagsvizepräsidentin Barbara Stamm, ließ sich zu Äußerungen hinreißen, die sie heute wohl so kaum wiederholen würde. Zum Eklat um frauenfeindliche Zwischenrufe ihrer Fraktionskollegen meinte Frau Stamm damals noch: Nach meinen eigenen Beobachtungen wird im Bayerischen Landtag jedes weibliche Mitglied, das sich fraulich verhält, auch als Frau respektiert und wie eine Dame behandelt. Den damaligen Umweltminister Alfred Dick trieben die Neulinge schließlich vollends in die Verzweiflung. Dick hatte damals einen wirklich undankbaren Job. Er musste die Folgen des radioaktiven Regens über Bayern nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl beseitigen und gleichzeitig die Atomenergie als ungefährlich darstellen. Gepiesackt und genervt von Hunderten von grünen Anfragen, wusste er sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen und griff zum Löffel. Vor laufenden Kameras versuchte er, radioaktiv kontaminiertes Molkepulver über den eigenen Darmtrakt zu entsorgen. Uncharmant und unparlamentarisch kommentierten die grünen Nervensägen diesen Vorgang mit den Worten: Dick degradiert sich selbst zum Rindviech. Es war Hartmut Bäumer damals. Aber nicht nur den anderen machten die Grünen das Leben schwer. Auch in den eigenen Reihen war man nicht zimperlich. Gegenseitige Beleidigungen, Rücktritte, Austritte, Übertritte, kaum etwas wurde ausgelassen und gerne auch öffentlich zelebriert. Manchmal übertraf man sich dabei sogar selbst. Was zunächst wie ein interner Streit und wie interne Abrechnung aussah, erwies sich im Nachhinein als ziemlich ausgefuchste Taktik. Der CSU, einen eingefleischten Kritiker, als Kuckucksei unterzuschieben
Und das auch noch im schwarzen Nest von Wolfratshausen. Das muss den Grünen erstmal jemand nachmachen. Im Laufe der Zeit mehrten sich dann allerdings die Zweifel an der Katastrophentheorie von Kometeneinschlag und Außerirdischen und die Tatsache, dass die Grünen nicht nur zu Bayern passen, sondern zu Bayern gehören, ließ sich immer weniger verbergen. Heute wird die Katastrophentheorie überhaupt nicht mehr vertreten. Im Gegenteil, Grüne müssen sich heute mit der besorgten Frage auseinandersetzen, ob wir denn eine ganz normale Partei geworden seien. Dazu später mehr. Zunächst zur Bilanz, die natürlich, wie könnte es anders sein, wenn ich hier stehe, eine Erfolgsbilanz ist. 20 Jahre Grüne im Landtag. Was ist in dieser Zeit in und mit Bayern geschehen? Ohne unnötige Selbstbeweihräucherung kann man sagen, dass Bayern in diesen zwei Jahrzehnten vielfältiger und liebenswerter geworden ist, demokratischer und weltoffener, moderner und nachhaltiger. Wir Grüne haben die Modernisierung in Bayern vorangetrieben, die ökologische und die gesellschaftliche. Und das hat unser Land sichtbar und spürbar verändert. Wir haben von der herrschenden Meinung ignorierte und geleugnete Probleme aufgegriffen und Lösungen angeboten, von der Ökologie bis zur Integrationspolitik. Wir haben den politischen Horizont erweitert auf das, was danach kommt, auf die Folgen und die Nebenfolgen. Und es hat uns Grüne von Anfang an ausgezeichnet, dass wir Ökologie nicht als isolierten Umweltschutz oder Naturschutz betrachtet haben, sondern immer als umfassende Gesellschaftskritik, als Kritik an einer bestimmten Art zu wirtschaften, an der Ideologie vom Wachstum, an einem eindimensionalen Verständnis von Fortschritt, aber auch als Gerechtigkeitsfrage zwischen den Generationen und zwischen der ersten und der sogenannten dritten Welt. Alois Glück hat das in seinem Beitrag für unsere Festschrift sehr schön ausgedrückt. Er sagt, die CSU hat dann Probleme bekommen, als der Umweltgedanke gesellschaftskritisch wurde. Sepp Dürr hat schon darauf hingewiesen, grüne Politik ist aus der Nische in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt. Wir haben es geschafft, in vielen Themen, mit denen wir anfangs in der Minderheitenposition waren, die öffentliche Meinung zu gewinnen und die Zustimmung der übergroßen Mehrheit der bayerischen Bevölkerung. Von der Energiepolitik bis zur Gentechnik, von der Gleichberechtigung der Geschlechter bis zur Anerkennung von Schwulen und Lesben. In vielen Bereichen waren wir Trendsetter. Wo die CSU uns früher bekämpft hat, hechelt sie uns heute hinterher. Und wenn man uns früher Realitätsblindheit vorgeworfen hat, so müssen sich heute andere erst mit der Realität anfreunden, dass wir zum Beispiel ein Einwanderungsland sind oder dass wir ein ungerechtes Schulsystem haben. Wir Grüne haben Bayern verändert, das wurde hier mehrfach schon konstatiert, und wir haben in diesem Prozess auch uns verändert. So wie unsere Themen sich vom Rand in die Mitte der Gesellschaft ausgebreitet haben, so stehen auch wir heute längst nicht mehr am Rand oder gar im Abseits, sondern selbstbewusst mittendrin. Wir müssen unser Anderssein nicht mehr inszenieren und verteidigen. Mittlerweile ist es Mainstream, dass jeder anders ist und Vielfalt alle bereichert. Und wir müssen unsere Individualität und Eigenständigkeit auch nicht mehr durch Abgrenzung unter Beweis stellen. Vor 20 Jahren haben wir zum Beispiel unsere Fraktionsgeschäftsstelle nicht hier im Maximilianeum aufgeschlagen, sondern sind bewusst in ein Nebengebäude des Landtags gegangen, weil wir bewusst nicht dazugehören wollten. Heute, wenn Sie es gesehen haben, gestalten wir diesen ganzen Landtag in leuchtendem Grün. Unser Selbstverständnis hat sich gewandelt. Von der außerparlamentarischen Antiparteienpartei über die Rolle der Parlamentsprovokateure bis zur konzeptionell und professionell arbeitenden Premium-Opposition, die alle wichtigen politischen Themen kompetent abdeckt. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Wir haben in den letzten 20 Jahren immer nur Aufgaben gelöst, um uns anschließend größere zu stellen. Wir wissen, dass die Herausforderung eines wirklich ökologischen Strukturwandels, um unser Klima zu schützen, erst in den Ansätzen begriffen ist. Wir wissen,
dass unser Bildungssystem auf ein grundsätzlich neues Fundament gestellt werden muss, damit es sozial gerecht, effizient und leistungsfähig ist. Und wir wissen, dass Integration eine der großen Zukunftsfragen unseres Landes ist, an dem sich die Frage des sozialen Friedens und des wirtschaftlichen Wohlstands entscheidet. Und wir finden uns nicht damit ab, dass in Bayern seit mehr als 4 Jahrzehnten ein wichtiges demokratisches Prinzip quasi außer Kraft gesetzt ist. Das Prinzip des Wechsels zwischen Regierung und Opposition. Wir Grüne haben heute den Anspruch zu gestalten und unsere Konzepte als Regierungspartei dem Realitätstest zu unterziehen. Nicht nur wir Grüne sind reif für diese demokratische Normalität, auch Bayern ist reif für diese Normalität. Und was die ganz normale Partei angeht, wie jede Organisation, die in Bayern etwas auf sich hält, haben wir den bayerischen Ministerpräsidenten um ein Grußwort zu unserem Jubiläum gebeten. Und obwohl er ja eigentlich in Bad Pyrmont sein müsste bei der Jahresministerpräsidentenkonferenz und obwohl er uns vorsorglich Herrn Sinner geschickt hat, hat er dann doch alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sein höchstpersönliches Erscheinen hier möglich zu machen und um uns seine Aufwartung zu machen. Meine Damen, meine Herren, liebe Grüne, Bayern freut sich an diesem Freudentag, das kann man mit Fug und mit Recht, kann man, ich habe als bayerischer Ministerpräsident und Vorsitzender der CSU seit vielen Jahrzehnten Ihre Partei der Grünen begleitet, wohlwollend ihre Belange unterstützt und ich denke, wir können auf das gemeinsam Geleistete zufrieden, aber auch Sie mit mir. Wir von der CSU und der Bayerischen Staatsregierung haben ja seinerzeit die Partei der Grünen überhaupt erst ermöglicht. Wir haben Räume zur Verfügung gestellt und ich habe, meine Damen und Herren, ich habe immer gesagt, in der Demokratie, also in Bayern, muss auch der Gegenpol, wenn auch die Verspottung des Heiligen und des Ministerpräsidenten niemals ein Freiheitsrecht darstellen kann. Und wenn in Deutschland einer der Störenfried ist, dann ist das immer noch die bayerische Staatsregierung. Glauben Sie ja nicht, dass ich diesbezüglich, ich traue mir in Zukunft auch noch jede Meinung zu. Meine Damen und Herren, wir alle müssen doch versuchen, das christliche Menschenbild als Leitbild in der abendländisch-christlichen Tiefenverankerung, in der heimatlich geprägten Bewusstseinsstruktur in Bayern zu verfestigen. Gerade nachdem wir nun einen bayerischen Papst der Herzen in Bayern unser eigen nennen, was wir brauchen, meine Damen und Herren, ist ein Prinz
der Köpfe. Verstehen Sie? Und ich als bayerischer Ministerpräsident bin durchaus nicht so ausgerastet, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Denn die Frage, die Sie sich stellen müssen, lautet doch, wie stehen Sie zu Bayern? Wie sehen Sie Bayern in der Region, in der Kommune, im Land Bayern selbst, im Länderverbund, in Halb von UNO, UNESCO, ERASCO? Das sind doch die drängenden Fragen, meine Damen und Herren, und nicht nur fehlende Finanzierungen. Das Materielle allein führt nicht zum Glücklichsein. Das sollten Sie sich einmal dringend in Ihr Stammbuch hinein dividieren. Sicherheitsprobleme anzumahnen ist absurd. Ein Werkstattwagen war ja in der bayerischen Finanzierung niemals vorgesehen. Wie kann denn so etwas da im Weg rumstehen, meine Damen und Herren? Jeder neue Cent an Schulden schlägt doch massiv auf unsere Enklein. Die Schüler in den Schulen müssen viel mehr mit Blick auf das Kreuz unterrichtet werden. Wo aber findet sich dieses Symbol bei Ihnen? Wo beherzigen Sie Schulgebete? Auch hier, jetzt, heute, ist bis zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Schulgebet gefallen. Da langt es doch nicht, zu große Klassen zu betragen, meine Damen und Herren. Wo kämen wir denn dahin? Überlegen Sie doch nur einmal, wie dünn ein Schulgebet klingt bei unter 35 Schülern pro Klasse. Ich habe ja nie verstanden, weshalb Sie Ihr Vorhaben nicht aufgeben, etwas besser zu wissen wie die CSU. Im Gegenteil, Sie und ich, wir müssen doch die CSU schützen. Sie ist ein kostbares Biotop. Ohne CSU würden Sie doch Ihre sinnlosen Anträge, wohin denn? Auf wessen fachkundige Antwort würden Sie denn warten? Von wem? Wollten Sie denn Ihre Vorschläge abschmettern lassen, wenn nicht von der CSU? Die wir dann später realisieren. Meine Damen und Herren, nur wo in Bayern CSU draufsteht, ist vielleicht auch grün drin. Meine Damen, meine Herren, ich habe Ihnen hier das offizielle Präsent der bayerischen Staats, der CSU, habe ich Ihnen hier für die zahlreichen Damen der Grünen, habe ich hier in modischem Design. Und die anderen Damen können sich dies natürlich im Netz bestellen unter CSU, damit Sie, wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen Ihren Urlaub im Bikini. Schauen Sie sich mal die großen Urlaubsregionen an. Wenn Sie sich die Entfernungen ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker brauchen, um da hineinzufinden. Wenn Sie vom Flug, vom Hauptfriedhof starten, Sie steigen
in den Zweiteiler hier ein. Sie fahren mit dem Transrakini an den Flughafen, an den Flughafen Franz Josef Strauß. Das bedeutet natürlich, dass Bayern im Grunde genommen näher ans Meer heranwächst. Weil das ja klar ist, weil aus dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen. Hallo! Ihr Lieben, ich finde das ganz, ganz wichtig, heute hier bei euch, mit mir zusammen, mit euch als Gemeinschaft, an so einem schönen Abend. Dabei ist es doch gar nicht mal Abend. Aber ich fühle mich auch morgens schon wie die Königin der Nacht. Und ihr Lieben, es ist ein schönes Gefühl, ihr Lieben. Es ist so ein schönes Gefühl. Und ich denke, dass wir gerade bei so einem Anlass ein Stück weit diesen Impuls weitertragen sollten. In die bayerische Öffentlichkeit hinein, in die Politik, nach Bayern, in die Kommunen, in die politische Arbeit, in die Gremien, in die Anstalten. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, ja, Frau. Dass man an so einem Anlass einfach mal loslässt. Ja, Moment, aber... Und Frau Irna! Jetzt bin ich mal dran! Ja? Ich! Ja. Und gerade zum Transrapid als Exportschlager. Da sagen wir Grüne, Schlager sind Oldies. Wir Grüne stehen und standen immer für eine ganz, ganz neue Zeit. Neue Musik, weg mit den alten Zöpfen. Junge Leute und von ganzem Herzen Junggebliebene. Ja, aber Frau. Und ich glaube schon, dass man mir das ansieht. Aber ich brauche die Komplimente nicht. Ich denke, ich glaube, dass es für uns in Zukunft wichtig sein wird, auf eine ganz intensive Art und Weise einfach nur grün zu sein. Weil das so ist, wie ich bin. Und natürlich in Bayern auch, ja? Und in Berlin, auf Bundesebene. Als wir mit Grünen, mit den anderen im Aufschwung. Und ich möchte auch ein Stück weit mit einem ganz, ganz lachendem Auge dieses grüne Bewusstsein nach vorne und in den Vordergrund stellen. Ja, Frau Illner, wir müssen doch gemeinsam mit Stoiber dieses Land gestalten, meine Damen und Herren. Und wo Sie dieser Absicht Steine in den Weg stellen wollen, da werden Sie Schiffbruch erleiden. Das Einzige, was wir gemeinsam haben, Herr Stoiber, ist, dass wir beide immer weg wollten aus Bayern. Und wer hat es geschafft? Ja, was heißt hier geschafft? Ja. Ich hab's geschafft. Ich. Ja, was meinen Sie denn, was ich täglich an außerordentlich Herausforderungen wegschaffe? Meinen Sie denn, ich liege auf der faulen Bärenhaut herum? Ist der überhaupt schon ausgeweidet? Wer der Kloß? Wenn man Ihnen den kleinen Finger, dann wollen Sie ja gleich das Schienennetz der Bahn. Ach, was sollen wir denn damit? Ja, Moment, Frau.
Wir sollten uns mal kennenlernen, meinen's nicht, das könnte durchaus nützlich sein. Wo einer von uns auftaucht, ist der Wahnsinn niemals weit. Das haben wir gemein. Wenn wir zusammen wirken würden, quasi im Verein, das könnte die Zukunft sein. Dann spannen wir noch den Oscar ein. Nur Westerwelle, Niedersachsen, da sagen wir beide nein. Wir könnten fusionieren, die große Koalition ist jetzt schon ausgelutscht. Da werden's alle schauen, da wird die Kanzlerin mitsamt dem Kauder weggeputzt. Wir sind in unserem Club die allerersten, wir sind Spitze, wir sind wirklich top. Doch wenn wir jetzt nicht Obacht geben, kann's passieren, wir werden einfach weggebombt. In schweren Zeiten muss man auch mal Kröten schlucken und auch mehr zusammenrücken. Man könnte ja mal in Wolfratshausen unverbindlich miteinander frühstücken. Frühstücken. Ja. Ja, mein Gott. Claudia, da bist du ja endlich. Meine Güte, ich dachte, du müsstest Barcelona sein. Oh Gott, immer muss ich mir hier den Hintern für dich, ja? Ich muss immer die Schmutzarbeit machen und die Dame ist in Barcelona. Ja, dann hätte ja ich auch für dich fahren können, oder? Aber nicht in der Klamotte, ja? Also wirklich nicht. Sagen Sie mal, Herr Stoiber, möchten Sie nicht mal was für die Kleiderkammer der Grünen spenden? Oder vielleicht Ihre Frau, ja, Ihre abgetragenen Sachen? Moment, ich habe... Ja, schauen Sie mal, wie ich hier rumlaufen muss als halbe Doppelspitze. Ja. Ich habe in Wolfratshausen eine Doppelaushälfte. Wow, Claudia, wie siehst du denn aus? Toll. Ach, Mensch, und ich muss hier immer in dem ollen Fummel rumrennen. Sag mal, wie fandest du mich eigentlich auf dem Oktoberfest? Hm? In dem roten Kleid? Super, gell? Super, super. Naja, gut. Also, weißt du was, Claudia, was ich mich die ganze Zeit schon ein Stück weit frage? Gibt es eigentlich noch einen Unterschied zwischen mir? Na, gut, ich habe jetzt noch Termine. Herr Stoiber? Moment. Vielen Also ihr Lieben, ich glaube, man sollte jetzt einfach nur mal ganz, ganz fest klatschen, damit sie noch mal auf die Bühne kommen. Weil es hat uns alle sehr betroffen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ich bin wieder in den Genuss gekommen. Den haben wir, wenn es gearbeitet hat. Danke. Ich glaube, ihr kriegt ihn schon vorher. Ich kriege ihn schon vorher. Dankeschön. Und wann gehen wir dann zum Frühstück? Da ging ich dann für Sie. Na gut. Dankeschön.
Bin ich wirklich so? Uiuiui. Uiuiui, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich ganz arg, dass ich heute hier bin. Liebe Gäste aller Couleur, liebe Wegbegleiter, liebe Wegmitstreiter und Streiterinnen, Sie sehen es ja, Sie merken es ja und ihr merkt es, wenn man hier reinkommt, das ist wirklich ein ganz großes Fest, das wir feiern. Man sieht es an den Gesichtern, man sieht es, wie alles strahlt, nicht nur der Landtag strahlt grün. Und dieses historische Datum, das wir feiern, das erfüllt mich wirklich ganz arg. Ich bin ganz bewegt, ich bin ganz betroffen. Ich bin groß und stolz heute an diesem Tag. Und Sie wissen, ich benutze dieses, ich kann jetzt einfach reden, wie immer. Also, aber jetzt will ich mal was sagen, weil ich habe mich natürlich auch versucht zu erinnern, was war eigentlich an diesem Tag und wie ging es mir dabei, aus dem bayerischen Schwaben kommend, aus der Region der ethnisch unterdrückten und gespaltenen und getrennten Minderheit. Es ist an diesem Tag, ist wirklich was passiert in Bayern und das war ein Wendepunkt für Bayern, das war aber auch für viele von uns. Der Sepp hat schon gesagt, die Margarete hat es gesagt, auch für uns war das ein Einschnitt und ist was Neues begonnen. Denn erinnern Sie sich, das Undenkbare, das völlig Undenkbare ist an diesem 12. passiert. Diejenigen, die keine Stimme hatten in diesem Bayern, zumindest habe ich dieses Bayern auch so verstanden und erlebt und diesen Landtag, die haben plötzlich dieses Haus erobert und plötzlich hatte die Umwelt eine Stimme und die Frauen hatten eine Stimme, die nicht nur auf den Himmel gewartet haben, auf die Hälfte der Plätze und die Minderheiten haben eine Stimme bekommen, alle die haben diesen Ort für sich erobert und das war etwas, was ja nicht vorgesehen war. War ja nicht vorgesehen in der Welt, in der politischen Welt von Franz Josef Strauß. Und ich erinnere mich schon Jahre vorher, wie wir da bezeichnet worden sind, als Ratten, als Schmeißfliegen manche von uns. Da war ja nicht vorgesehen, dass die dann genau in diesem Landtag es sich plötzlich breit machen. Es war nicht vorgesehen, der Einbruch in die Männerwelt, in diese lodenbemantelte Männerwelt der CSU, die dann plötzlich, stellen Sie sich einmal vor, wie viel Toleranz das bedeutet. Die mussten nur plötzlich neben grünen Feministinnen, Gammlerinnen und sonst was, ist ja ausgewählt, mussten die plötzlich in einem Raum sitzen. Was das bedeutet an Toleranz und an Akzeptanz und an Kulturschock, ich glaube, das kann man sich kaum vorstellen. Und er hat auch 100-mal gelobt, sei Jesus Christus, nichts geholfen. Denn allerspätestens an dem Tag ist klar geworden, dass der liebe Gott dieses Bayern nicht der CSU für alle Zeiten vermacht hat. Und deswegen ist es auch ein historisches Datum. Also für die politische Konkurrenz war es ein Schock, hat die Sozis aber dann doch nicht aus dem Tiefschlaf wirklich geweckt. Also zumindest kenne ich einige, die das irgendwie eher erschüttert hat, aber nicht irgendwie, naja, anderes Kapitel. Aber für viele von uns, und jetzt rede ich ganz persönlich von mir, war dieser Tag auch der Beginn einer Annäherung an dieses Bayern, das einem so seltsam fremd entgegengetreten ist. So seltsam fremd, als würde man gar nicht dazugehören. Als würden die, die selbstbestimmt leben wollen, eigentlich nicht in dieses Bayern gehören. Dieses Bayern, das so wenig gewürdigt hat, was es heißt, Widerspruch zu leisten oder auch Lust auf Widerstand zu haben. Das so seltsam fremd denen gegenübergetreten ist, die gesagt haben, wir wollen gleiche Rechte für Frauen und Männer, gleiche Rechte für Schwule und Lesben. Dieses Bayern, das so oft sein Visier runtergeklappt hat. Ich erinnere mich an die Auseinandersetzungen rund um Wackersdorf, aber auch anderswo. Und dieses Bayern, das so wenig gastfreundlich umgegangen ist mit Menschen, die aus anderen Kulturen und aus anderen Religionen zu uns gekommen sind und die schon 86 keine Gäste mehr waren, sondern eigentlich allerhöchste Zeit ist jetzt, ist, dass sie endlich wirklich gleichberechtigte Bürger und Bürgerinnen dieses Landes Bayern sind. Ich glaube, mit diesem Tag, mit diesem 12. Oktober, da ist eine Art Aneignung passiert. Auch eine grüne Aneignung. Und da wurde aus diesem Bayern auch unser Bayern. Und das ist gar nicht so leicht. Das ist wirklich gar nicht so leicht.
Ich erinnere mich an zu Hause, an die Diskussionen, und das haben wahrscheinlich viele von Ihnen auch geführt in der eigenen Familie, wie man die Mama und den Papa versucht hat zu überzeugen, eure Stimme ist nicht verloren. Ihr könnt's wählen, die Grünen, es ist nicht verloren, es gibt die reale Chance. Und tatsächlich, es hat ja dann geklappt mit den 5%, und das war ein Riesenfest bei mit der 5%-Hürde, Entschuldigung, mit der 5%-Hürde, weil um die ging es immer zu Hause, ja, schafft man das, über die 5% zu kommen oder nicht. Und dann war da ein Riesenfest zu Hause in Babenhausen, weil die Mama ist am Tag vorher 60 geworden, und dann gab es eben diesen triumphalen Erfolg, und das war auch die Geburtsstunde sozusagen dieses anderen und dieses neuen Bayern. Mein Vater, der Zahnarzt, der hat nur Plakatständer damals gezimmert, der hat sie so gut gezimmert, die haben auch im letzten Wahlkampf immer noch ihren Einsatz gehabt. Der Einzug in den Bayerischen Landtag, der ist nach Tschernobyl gelungen, das ja wirklich ein Symbol geworden ist für menschliche Hybris und auch für unverantwortliche Politik. Und an diesem schönen Tag will ich schon sagen, ich erinnere mich sehr gut an die Äußerungen nach Tschernobyl von Wolfgang Schäuble und vom damaligen Innenminister Friedrich Zimmermann, wie verharmlost worden ist, wie versucht worden ist, über die tatsächlichen Gefahren hinweg und schön zu reden. Das war 86 war dann auch ein Wendepunkt in dem Atomprogramm, das ja mit Franz Josef Strauß schon 56 begonnen hat. Franz Josef Strauß hat 3 Monate nach Tschernobyl im Sommer noch sein großes Energiekonzept, seine Energiepolitik vorgestellt, hat voll auf die Atomenergie gesetzt, und dafür hat er dann am 12. Oktober seine Quittung bekommen von den Menschen, die ihre Heimat, ihre bayerische Heimat eben nicht zum Atomstandard ausgebaut sehen wollten. Sie haben grün gewählt und sie mussten es bis heute nicht bereuen. Ich würde mir wünschen, dass der liebe Michel Kloß heute hier aus und den Geist dieser Versammlung ein bisschen in sich reinlässt. Und wie wir uns verändert haben, dass wir zum Beispiel im letzten Landtagswahlkampf ja die Raute draufgedruckt haben. Meine Güte, was war da los? Jetzt sind sie völlig narrisch geworden. Jetzt nehmen sie auch noch die Raute. Wir haben sie allerdings nicht blau-weiß, sondern grün-weiß gedruckt. Wir haben es der schwarzen Macht gezeigt. Und ich glaube, das ist wichtig für Bayern, dass man die Verhältnisse als veränderbar darstellt und dass man die Leute einlädt, mit an dieser Veränderung beizutragen und dass sich was geändert hat. Da muss man nur in unsere Allgäuer, in meine Allgäuer Heimat kommen. Da gibt es noch, ich sage noch, Dörfer, die nicht ganz grün sind. Da gibt es also noch hier und da den einen Schwarzen. Aber da kann man sehen, die Solaranlagen, die Photovoltaik, die Wasserkraft, da kann man die Windräder stehen sehen. Und da sieht man, dass viele, viele verstanden haben, dass man mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben kann. Und jetzt möchte ich gratulieren. Jetzt möchte ich gratulieren im Namen der gesamten Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und es sind ja einige da aus Hessen, aus Nordrhein-Westfalen, die heute sich mit in diese Gratulation einbringen wollen. Ich möchte gratulieren einer Partei, die nachhaltiges Wachstum gezeigt hat und die auch Konsequenzen hervorgerufen hat in diesem Bayern. Nachhaltiges Wachstum in der Ökologie, in der Demokratie, wenn es um Selbstbestimmung geht, wenn es um Gerechtigkeit geht und die auch nachhaltig gewachsen ist an den Ergebnissen. Wir haben letztes Mal in der letzten Bundestagswahl das beste Ergebnis in einem Flächenland gehabt, das war Bayern. Und wir haben den größten Zuwachs in einer Stadt, in einem gesamten Bundesgebiet gehabt, das war Augsburg, liegt in Schwaben. Und so wollen wir jetzt weitermachen. Und heute ist das Signal, wir bleiben dran. In Bayern geht was mit klugen Ideen, mit keinen einfachen Antworten auf schwierigen Fragen, mit einer Politik, die nicht populistisch ist, die nicht demagogisch ist, die aber mehr und mehr populär ist, weil es die richtige, weil es die grüne Politik geht. Also, wir freuen uns, und Stoiber, Edi, freu dich nicht nur aufs Frühstück. Also wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Überraschungsgästen, natürlich bei sämtlichen Claudias, also bei der echten, bei unserer Claudia, genauso wie bei Eva Höflin, beim Ministerpräsidenten Franz Kriegi, Klaus Reichert am Piano,
Maria Seidle in der Maske, Marion Mertens Kostüm, Eva Demmelhuber Regie. Da ist sie. Ja. Und Holger Petz, Autor und Gitarre. Also meine Damen und Herren, ich weiß ja, dass Sie sich, wie ich selber, sehr auf Getränke und Gespräche freuen. Aber ich muss noch mal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Sie sollen ja schließlich auch erfahren, nachdem wir Kosten und Mühen nicht gescheut haben, was wir alles für Sie aufgeboten haben. Deswegen noch ein paar kurze Hinweise. Zunächst auf unsere wertvolle Ausstellung Reliquien und Requisiten Grüner Parlamentsgeschichte. Sie finden sie in den Räumen auf dieser Etage und unten in der Westhalle. Es handelt sich dabei natürlich nicht um Reliquien im üblichen Wortsinne, sondern allenfalls um solche im ursprünglichen, im Lateinischen, also auf Deutsch um Überbleibsel. Im Katholizismus werden ja laut Wikipedia verschiedene Reliquienklassen unterschieden, deren wichtigste für uns nicht in Frage kommt. Reliquien erster Klasse, also Überbleibsel erster Klasse, also Körperteile von Heiligen, kann es ja bei uns bisher noch nicht geben, weil sich der Personenkult immer noch nicht durchgesetzt hat. Aber unsere Überbleibsel haben durchaus etwas mit Reliquien zweiter Klasse gemein, die auch echte Berührungsreliquien genannt werden. Olaf Rader beschreibt in seiner Studie, die ich gelesen habe, Grab und Herrschaft, politischer Totenkult von Alexander dem Großen bis Lenin. Ich zitiere wörtlich, Reliquienkulte als eines der Mittel zur Ordnungsstabilisierung, als besonders wirksame Legitimationsargumente. Und ich zitiere weiter, sie heiligten die neu gewonnene Ordnung geradezu, sie schufen Zusammenhalt und grenzten Gruppen voneinander ab. Damit gibt er uns einen wichtigen Hinweis, welche Funktion unsere Ausstellung Reliquien und Requisiten Grüner Parlamentsgeschichte übernehmen könnte. Aber noch wichtiger ist eine Beschreibung des Phänomens, dass unsere Überbleibsel und Reliquien tatsächlich, oder Requisiten, sage ich jetzt mal, Überbleibsel und Requisiten, tatsächlich mit den klassischen Reliquien gemeinsam haben. Rader stellt nämlich fest, gebrach es an ausreichender Menge der kostbaren Reliquien, so konnte man diese neu schaffen und Legenden dazu erfinden. Wenn Sie sich an dieses Motto halten, werden Sie sicher durch unsere Ausstellung und auch wieder herausfinden. Also die Ausstellung ist hiermit eröffnet. Anschließend noch ein paar technische Hinweise, und zwar das Wichtigste zuerst. Das Buffet wird hier im Senatssaal und vor der Tür im steinernen Saal serviert. Und außerdem würden wir Ihnen noch gerne unsere schöne Festschrift schenken. Sie bekommen sie dann am Ausgang, wenn Sie dann unser schönes Fest hier verlassen, überreicht. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen und mich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich bedanken. Für die wirklich aufwendige, aber sehr, sehr gute und bin sicher heute Abend auch noch perfekte, genauso perfekte Organisation und für die Arbeit an unserer schönen Festschrift. Wo ist sie? Sie war gerade da. Claudia? Also die Festschrift, wenn Sie sehen, dann werden Sie feststellen, also wir halten damit auch dieses Niveau von heute und von heute Abend. Also vielen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und nun wünsche ich Ihnen allen einen guten Appetit und uns alle anregende Gespräche. Das Buffet ist eröffnet.